wir hatten unsere Staunentage am Freitag und jetzt heute am Samstag. Aber wir haben, also wenn sie es nicht geschafft haben oder durch die Demo gestört wurden und nicht bis zu uns vordringen konnten, können sie gerne alle, jederzeit zu uns kommen. Das ist hier immer aufgebaut und wir beraten sie gern für ihre Pflanzenauswahl für ihren Garten, wenn sie das ein bisschen blumiger gestalten möchten. Diese Kuhle ist die Folge eines Erdfalls, entstanden dadurch, dass das oberste Salz sich aufgelöst hat. Da ist ein Hohlraum entstanden. In dem Hohlraum ist das Übrigbleibsel vom Salz und Gips und Salzstock als Gipsgut entstanden. Und der Hohlraum hat sich langsam von oben her gefüllt und das ist der Hinweis auf den Salzstock. Und im 19. Jahrhundert haben die Geologen Erdöl- und Salzvorkommen gesucht und haben natürlich diesen Hinweis ernst genommen und haben in Umgebung nach Salz gesucht und haben den Salzstock Höfer gefunden.